In diesem DJI Mavic Air 2 Review zeige ich dir meine Top 10 Gründe auf, warum es die beste Drohne im Jahr 2020 ist, damit du eine leichtere Kaufentscheidung findest. Hey Leute, mein Name ist Walter Weber und auf diesem Kanal findest du Tipps zum Filmmaking und Gearviews. Falls du also neu bist, würde ich mich über ein Abo freuen. Sprechen wir zuerst über die Kamera. DJI hat die Kamera der Mavic Air 2 sehr stark verbessert. Die Kamera ist an einem 3-Achsen-Gimbal angeschlossen, es hat eine Blende von 2,8 und einen CMOS-Sensor mit einem halben Zoll. Die Brennweite ist äquivalent zu 24 mm und dadurch erhält man ein Sichtfeld von 84 Grad. Ebenfalls erhält man laut DJI eine Bitrate von 120 Mbits, was sogar die DJI Mavic Pro 2 outperformt. Zweitens die Videoframe Rates. Die Drohne kann in 4K bis zu 60 FPS filmen, was normalerweise nur die Profi-Drohnen von DJI können. Auch die DJI Mavic 2 Pro ist dazu nicht in der Lage. Des Weiteren bietet die Drohne hohe Framerate-Möglichkeiten in Full HD an, wie zum Beispiel 120 Bilder pro Sekunde oder sogar auch 240 Bilder pro Sekunde, welche wohl vor allem für schnelle Action-Sportaufnahmen gut genutzt werden können. Drittens Focus Track. DJI hat extreme Verbesserungen bei der App verbaut, vor allem innerhalb der DJI Fly App und deren Modi. Denn mit Focus Track kann ich super einfach Objekte oder Subjekte verfolgen und das sehr intuitiv, indem ich mit meinem Finger einfach das gewünschte Subjekt auswähle. Dazu muss ich einfach nur ein Rechteck mit dem Finger über den Bildschirm ziehen und schon ist Focus Track aktiviert und im Spotlight 2.0 Modus. Die Drohne verfolgt mit der Kamera dann das Ziel und ich kann mich um alle anderen Einstellungen kümmern, wie zum Beispiel die Neigung der Kamera, die Geschwindigkeit der Drohne und die Flugrichtung. Es ersetzt fast schon einen zweiten Drohnen-Operator. Der Point of Interest Modus veranlasst die Drohne dazu, um das gewünschte Ziel zu kreisen. Dabei ist es egal, ob das Objekt in Bewegung ist oder statisch stehen bleibt. Die Drohne macht alles im Alleingang und das mit ein paar wenigen Klicks. Ebenfalls ist die Active Track Funktion erweitert worden, was nun zum vierten Grund für die Drohne führt. Viertens, das Advanced Pilot Assistance System. In diesem Modus verfolgt die DJI Mavic Air 2 das gewünschte Ziel und weicht unmittelbar allen Störungen aus. Selbst kleinste Störungen werden von der Drohne erkannt und umflogen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, diese Funktion beim Wandern oder auch beim Joggen einzusetzen, ohne Bedenken haben zu müssen, dass die Drohne in irgendetwas hineincrashen würde. Das APAS-System ist wirklich gut und ich empfehle dir, diesen Modus auch wirklich einzuschalten. Wichtig zu wissen ist aber, der Modus kann nur bis zu 4K und 30 FPS genutzt werden. Kommen wir zum fünften Punkt, Farbprofile. Die DJI Mavic Air 2 bietet drei Farbprofile an. Normal, D-Cine-like und HDR. Hier siehst du einen Vergleich, wie es aussieht, wenn man die HDR-Funktion nutzt oder wie das Ganze im Standard-Farbprofil aussieht oder wie das Ganze im D-Cine-like-Profil aussehen würde, welches ein flacheres Profil für mehr Flexibilität in der Nachbearbeitung ist. Gerade im HDR-Bereich sieht man wesentlich mehr Details in den Highlights als auch in den Tiefen im Vergleich zum Standardprofil. Das D-Cine-like-Profil ist recht flach und eher für fortgeschrittenere Filmer. Sechstens der Fotomodus. Die DJI Mavic Air 2 kann in RAW mit bis zu 48 Megapixeln Fotos aufnehmen. Das ist für viele Fotografen ein Argument. Die Fotos können sich auch wirklich sehen lassen. Man kann sehr stark hineinzoomen und dennoch erhält man ein kristallklares Bild. Gerade für Leute, die Stockfotos machen, kann dies durchaus interessant sein, aber auch für Hochzeitsfotografen, die Bilder am Hochzeitstag machen und dies zum Beispiel für Gruppenbilder nutzen möchten. Jedoch sollte man wissen, dass DJI zwar vorgibt, 48 Megapixel zu verwenden, jedoch so wie ich das verstanden habe, macht die Kamera vier einzelne Bilder und fügt diese dann mit einem Algorithmus zusammen, sodass dann 48 Megapixel entstehen. Hier mal ein Vergleich vom gleichen Bildausschnitt mit 12 Megapixel und hier das gleiche Bild mit 48 Megapixel. Gerade wenn man näher heranzoomt, sieht man den Unterschied. Auch wenn das dann wohl keine echten 48 Megapixel sind, kann sich das Ergebnis sehen lassen. Des Weiteren bietet die DJI Mavic Air 2 noch einen Panorama-Modus an. Hier gibt es dann vier verschiedene Presets. Sobald man eines der Presets ausgewählt hat und dann auf Start klickt, macht die Drohne alles von selbst. Am Ende erhält man ein perfekt zusammengesetztes Foto, welches nahtlos ineinander gefügt wurde. Der Algorithmus macht auch hier echt gute Arbeit. Auch bei den anderen Modis war ich sehr erstaunt, wie gut es funktioniert hat und wie gut die Endergebnisse waren. Siebtens, Hyperlapse. Die DJI Mavic Air 2 bietet einen sehr einfachen
Hyperlapse-Modus an. Dazu legt man in der App einfach zwei Wegpunkte fest und die DJI Mavic Air 2 fliegt diese automatisch ab und knipst gleichzeitig währenddessen Fotos. Wichtig zu wissen ist, dass man im 1080p wesentlich kürzere Intervalle festlegen kann als in 8K. Leider ist der 8K-Modus generell noch nicht wirklich ausgereift. Man erhält Dateien, die sehr schwer abzuspielen sind oder teilweise einfach kaputt sind. Deshalb kann ich den 8K Hyperlapse-Modus tatsächlich nicht empfehlen. Aber dafür den Hyperlapse-Modus in 1080p bzw. Full HD, welcher sich wirklich sehen lassen kann. Achtens, OcuSync 2.0. Eine wirklich sinnvolle Erneuerung ist OcuSync 2.0. Denn in der letzten DJI Mavic Air 1 gab es oftmals Schwierigkeiten, da die Verbindung mit WLAN aufrechterhalten wurde. Dies hat oftmals zu Störungen geführt. Im Gegensatz dazu hat die DJI Mavic Air 2 die beste und stärkste Verbindung, die ich jemals in einer Drohne von DJI gesehen habe. Man kann laut DJI bis zu 10 Kilometer Reichweite in 1080p 30 FPS erlangen, aber natürlich wohl nur unter den besten Bedingungen. Ich hatte wie gesagt noch nie Verbindungsprobleme mit der DJI Mavic Air 2 und das wird wohl daran liegen. Denn egal ob man eine 10 Kilometer Reichweite braucht oder nicht, je besser die Verbindung ist, desto einfacher wird man auch in schwierigeren Situationen fliegen können. Angenommen, du sitzt im Auto und möchtest dich filmen, wie das Auto gerade fährt, dann hast du ja sämtliche Störungen dabei und deswegen kann so eine gute Verbindung schon sehr helfen. Mit OcuSync 2.0 hat man eine automatische Frequenzwechselfunktion, die zusätzlich wohl für eine gute Verbindung sorgt. Kommen wir zur Fernbedienung. Die neue Fernbedienung ist etwas größer und liegt dadurch besser in der Hand und ebenfalls ist die Akkulaufzeit auch länger. Gerade wenn das eigene Smartphone noch wenig Akku hat, kann man dies durch die Fernbedienung laden und da ist ein großer Akku natürlich sehr hilfreich. Der Controller könnte fast schon als eine zweite Powerbank dienen. Ebenfalls gibt es keine Antennen mehr, die man noch ausfahren muss. Stattdessen zieht man die Halterung heraus, hängt dort sein Smartphone rein und die Antennen sind in der Halterung bereits verbaut. Das wurde wesentlich besser gelöst als bei den Vorgängermodellen. Zudem ist nun das Kabel besser versteckt und fliegt nicht unnötig herum. Zehntens, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die DJI Mavic Air 2 hat aus meiner Sicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt, was es im Moment im Jahr 2020 gibt. Für 849 Euro erhält man schon die Drohne und für 1049 Euro erhält man die Fly More Combo, welche ich dir übrigens sehr stark empfehlen würde, da es zusätzlich eine Tasche gibt, man erhält zwei weitere Akkus und ND-Filter, welche absolut essentiell waren, um die Bewegungsschärfe zu erzielen, die du hier gerade im Video siehst. Deshalb kommen wir zum Fazit des Ganzen. Aus meiner Sicht hat DJI mit der Mavic Air 2 die beste Drohne mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis geschaffen und generell werde ich diese Drohne jedem Einsteiger empfehlen, der mich fragt, welche Drohne er sich denn holen soll, wenn er dazu auch das Budget hat. Die Drohne hat noch weitere Vorteile, wie eine sehr gute Akkulaufzeit von 34 Minuten laut Hersteller, man hat zusätzlich 8 GB internen Speicher und man kann einfache Quickshot-Modi nutzen. Dazu verlinke ich dir nochmal ein Video hier oben links rein, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Nichtsdestotrotz möchte ich auch kurz auf die Nachteile eingehen. Das Laden der Akkus dauert sehr lange. Man braucht ca. 1,5 Stunden, um einen Akku voll aufzuladen. Man wird teilweise in unterschiedlichen Modis auch eingeschränkt, sodass man manchmal keine volle Kontrolle über die Belichtung hat. Auch finde ich es natürlich schade, dass die 8K Hyperlapse-Funktion noch nicht wirklich ausgereift ist und man hier erst einmal auf ein Firmware-Update wohl hoffen muss. Es gibt keine Drohne, die alles hat und jede Drohne hat natürlich seine Vor- und Nachteile und du musst eben für dich entscheiden, was du möchtest und was in dein preisliches Budget passt. Wie gesagt, ist die Drohne aus meiner Sicht wirklich top und zu empfehlen. Das war mein DJI Mavic Air 2 Review und für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ja, ich habe auch eine Online-Filmschule für Hochzeitsvideografen, bei welcher ich dich sehr gerne begrüßen würde, aber ich biete ebenfalls ein 60-minütiges kostenloses Training an, bei dem ich über meine Top 10 Schritte zum Hochzeitsvideo Pro eingehe. Hier erhältst du einen gratis Einblick in den Kurs. Falls du also ebenfalls wie ich den Schritt in die Hochzeitsbranche wagen willst und anfangen möchtest, Hochzeiten zu filmen, dann empfehle ich dir, mein kostenfreies Training auf hochzeitsvideopro.com anzusehen. Ich verlinke dir das mal hier rein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Smash den Like-Button und ebenfalls auch den Abo-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal.